Mahlzeit Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption 2. Wir haben in der letzten Folge einiges für unser Camp gemacht. Wer das nicht gesehen hat, wir haben einen Schatz ausgehoben in der Playlist, die letzte Folge. So, und unser Camp natürlich ausgebessert. Was ich jetzt hier noch machen möchte, ist mir ein neues Pferd kaufen und mir eventuell auch eine neue Montur kaufen oder sowas. Neue Jacke oder so. Neue Buchse, vielleicht irgendwas fürs Pferd. Aber wir gucken erstmal. Bei unserem Pferdehändler hier. Blacksmith and Farrier. Eigene Pferde verwalten, Pferde kaufen. So. Null. Ach, das ist schon unser freigeschaltetes Pferd, ne? Richtig, ich habe mich in der letzten... Wow, niederländisches Warmblut. So eins habe ich in der freien Wildbahn doch auch schon mal gesehen mit so einem roten Kopf. American Standard Bred. Renntauglich. Der Ardenner. Der ist jetzt... Ach so, guck mal, die Ausdauer geht runter. Er hier hat deutlich mehr Ausdauer. Aber er hier hat am meisten Leben wahrscheinlich. Tja, hier können wir uns entscheiden. Holen wir uns den Ardenner für 0? Ja, ich denke schon. Und wir nennen ihn, wie nennen wir ihn denn? Ach. Wir nennen ihn Horsey. So. Das ist unser neues Pferd. Eisenschimmel. Wow, crazy. So schön sieht das aber nicht aus. Werner hier, unser kleiner Werner. Und das ist das englische Vollblut. Das sieht irgendwie am besten aus. Renntauglich. Wo ist denn Horsey? 1, 2, 3, 4 Geschwindigkeit, 4 Beschleunigung. 4 Geschwindigkeit, 3 Beschleunigung. Oh, das englische Vollblut hat natürlich... Nö. Echt wenig Ausdauer und wenig Leben. Aber das hier ist so ein dicker Klopper. Nee, nee. Wir nehmen das englische Vollblut. Okay. Haben wir also ein neues Pferd im Stall? Wir sind immer noch auf dem Vollblut? Nein, natürlich nicht. Boah, das ist viel zu heftig, das Teil hier. Junge. Geh da nochmal rein. Wir müssen uns gerade nochmal den anderen Kollegen hier schnappen. Da hüpft er quasi in die Animation rein. Oh. So, eigene Pferde verwalten. Wir nehmen das Englische. Aufsatteln. So, und dann haben wir noch eine leere Box. Da werden wir uns dann irgendwann dieses heftige Pferd für 450 reinlutschen. Guck, das ist doch viel cooler hier. Alles klar. Wo kann ich mir denn hier eigentlich Klamotten leisten? Ich gucke nochmal auf der Karte nach. Ich bin hier übrigens mit der Schnellreisefunktion hingeritten. Der Saloon ist geschlossen anscheinend. Gemischtwarenladen. Können wir da auch Kleidung kaufen? Nahrungsmittel und sogar Kleidung. Ja, cool. Dann wollen wir mal gerade hier den Kollegen anbinden, ne? So, hier. Nicht ausruhen. Oh, ich hasse diese Steuerung. Ich mag sie nicht. Komm schon. Anbinden. Muss wirklich so nah, komisch, irgendwie schräg, weit weg davor stehen. Egal. So. Moin, moin, moin. Fresh fruit, whiskey und stuff. Let's go. Genug Kohle haben wir ja noch. 650 Tacken, Alter. Yeah, Ladenbesitzer. Den Katalog durchblättern.
Ach so. Jagd- und Angelzubehör, Pferdepflege, Kleidung. Wir beschäftigen uns erstmal mit Kleidung. Outfits. Vaquero. Ich würde ganz gerne das Ganze an meinem Kollegen sehen. Kann ich das nicht irgendwie anders machen? Outfits? Nee, ne? Index. Ach so. I can get you anything in there you need. Na gut, dann gucken wir nochmal. Das ist natürlich irgendwie echt scheiße, wenn ich nicht weiß, wie das vorher an mir aussieht, ne? Konserven, frische Lebensmittel, Alkohol. Und hier können wir jetzt quasi alles durchblättern, oder was? Alkohol oder Tabak. Naja, wirklich trinken und rauchen tue ich hier ja nicht. Ich würde gerne so einen Mantel haben, auf jeden Fall. Ein Staubmantel. Ach, guck hier. Yeah, baby. That's mighty popular these days. Ja, der gefällt mir gut. Der gefällt mir gut. Was haben wir denn hier noch? Abgegriffene Glücksspielhut. Ja, Hüte hätten wir auch noch nehmen können. Klassischer Gehrock. Flintenmantel? Ach, du ahnst es nicht. Taking a shine to that, huh? Nee, lieber nicht. Lieber nicht, das sieht ja witzig aus, ey. Wanderjacke, so, was haben wir denn hier noch? Lange Unterwäsche, ich glaube, die habe ich sogar gerade an. Was ist denn hier das teuerste? Französisches Anzughemd? Show me that. Oh yeah. You like the look of that one, huh? Eigentlich mag ich dieses rote. In Besitz. Guck, ich habe das sogar schon an. Okay, dann gehen wir mal weiter. Eine Weste. Eine opulente Weste. Seem to have your eye on that. Ja, warum habe ich denn jetzt eigentlich nicht dieses Hemdchen an? Habe ich jetzt an, ne? So, ich habe den Pfeil dahin gemacht. Ich glaube, da müsste ich das jetzt anhaben. Ja, alles klar. So, jetzt können wir mal gucken, wie es aussieht. Those go pretty fast. Ein bisschen wie ein Sofa, aber das hier, das könnte mir gefallen. So, weiter geht's. Alltagshose. Wo haben wir denn hier das teuerste? Ist das hier, ne? Gefütterte Sattel- und Arbeitshose. You like that? Eigentlich ja. Kann ich mich drehen hier? Nee, ne? Alltagshose, Sattel, Jeans. Don't know. Sieht irgendwie komisch aus. Wohl, das geht. Komm, nehmen wir die Satteljeans. Oh, ja, da gibt es ja noch mehr. Eine Ranch, eine schicke Hose. Und eine Stadthose. Das sieht komisch aus. Stadthose. Sieht auch nicht gerade gut aus. Ranchhose. Guck mal. Seem to have your eye on that. Ranchhose. Geht. Reitstiefel. Abgegriffene Rodeo-Stiefel. Wow, jetzt wird's. Predigerstiefel, alter Schwede. Schnellschussstiefel. Luxus. Ja, auf jeden Fall. Nicht schlecht. Gibt's noch mehr? Auf jeden gibt's noch mehr. Verstärkte Schnellschuss. Ach so, mit so einem Silberding noch da dran, ne? Oh, die sehen natürlich auch gut aus. Komm, die nehmen wir jetzt. Schützenhandschuhe, Reithandschuhe, die haben wir ja schon.
Robuste Luxusstiefel? Please. Oh, nee. Obwohl, das natürlich schon... Kavalleriehandschuhe. Ja, Mann. Wie die Schienenbeinschützer? Genau, wie die Schuhe, wollte ich sagen. Flintenbeinschützer überkreuz. Okay. Naja, so richtig gut sieht's nicht aus, ne? Er sieht eher so wie so ein Bauer aus dann. Würde ich bis... Oh ja, gut. Die hier sehen natürlich anders aus. Aber trotzdem, nee. Das gefällt mir nicht. Mehrfarbige... Das sieht natürlich besser aus. Ein bisschen höher, aber gefällt mir nicht. Voll logisch. Lederschienenbeinschützer. That's mighty popular these days. Ja, ich glaube auch. Gerdsporen, was haben wir denn hier noch? Reitersporen. Luxussporen. Western Vaquero-Sporen. Ja, krass. You like that? Ja, ich glaube, ich mag das. So, was haben wir noch? Mail Order Horses. Alles klar, dann hätten wir, was die Outfits angeht, eigentlich schon alles an den Start gebracht, ne? Jetzt müssen wir nur noch einmal zum Friseur gehen. Nein, wir haben ja hier auch noch Munition. Flintenmunition, Gewehrmunition, Pfeile. Maximum kaufen, 30 Pfeile, bam. Geruchstinktur, Pflanzenfresserköder, okay, das brauchen wir noch nicht. Raubtierköder, lebendige Grillen. Ein Kaffeeperkulator. Habe ich das noch nicht? Okay. Das auch noch. Seeköder, Gegenstand ist gesperrt. Ja, angeln kann ich noch nicht, ne? Pferdeerwecker. Ja, Mann. Okay, wir kaufen auch noch ein bisschen was für unser Pferd hier. Wir kaufen einfach alles weg. Okay, und dann war's das. Pferdepflegekleidung, Jagd, Munition, Arzneien. Haben wir, glaube ich, genug. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal zum Friseur. Ah, einen Hut brauche ich noch. Guck dir das an, wie wir aussehen. Wie ein Wildweststrich liegt. Ja, nicht schlecht. Kleidung, da muss doch noch ein Hut bei sein. Kopfbedeckung. Panama-Hut. Big Valley-Hut. Big Valley-Hut gefällt mir bis jetzt. Ein Großstadthut und ein abgegriffener Glücksspielhut. Big Valley. I sell out of that pretty fast. Ja. Enjoy. Alles klar. Oh, eine Schiebermütze hätten wir da auch noch gehabt. Meine Oma wird immer sagen, eine halbstarken Kappe oder so. That's it for now. Alles klar. Zieht euch den Shit rein. Wie sehen wir aus, bitte? Yeehaw. Ja, bisschen. So, alles klar, das hätten wir erledigt. Dann gucken wir mal, was wir noch machen können. Ich glaube, in unserer... genau. Einbruch Javier. Da werden wir jetzt erstmal gerade hinreiten, Friends. Wir sehen uns gleich weiter, wenn es geht, im Lager. Wenn es weitergeht, im Lager. So, Friends, wir sind wieder am Lager. Ich bind mal hier den Kollegen an. Oder? Nee, brauche ich noch gar nicht. Aber guckt euch das an, so sehen wir jetzt aus. Und ich finde, es wird auch langsam mal Zeit für eine Rasur. Alter, was sind das für Stiefel, bitte?
Wir sehen aus wie so ein Proll, ey, ohne Scheiß. Gut, wir rasieren uns erstmal. Und, rasieren, ja. Was machen wir denn? Backenbart? Länge? Das ist deine aktuelle Haarlänge. Ach, der geht noch länger, der Bart, oder was? Das ist natürlich crazy. Das ist natürlich echt crazy. Kann ich mir das vorher angucken, wie das aussieht oder so? Wahrscheinlich eher weniger, ne? Ich kann gar nichts machen. Rasieren? Ich kann nichts machen. Ach so, anpassen steht hier rechts. Hä? Wählen, X ist voll gesperrt irgendwie. Keine Ahnung. Anscheinend kann ich nichts machen. Frag mich nicht warum, frag mich nicht warum. Wo ist denn Javier? Javier soll hier sein oder was? Hier? Charles. Hello, sirs. Good morning, Arthur. Hi. Hard to believe you've only been with us for less than a year. Ohne Scheiß. Wo ist denn der Mist jetzt? Karte. Wie? Warum ist denn der weg? Verstehe ich nicht. Ja gut, Friends, dann würde ich sagen, was ist hier von dieser Folge? Wir haben uns mal gerade ein bisschen frisch gemacht, ein bisschen Geld zusammen ausgegeben. Morgen geht's weiter mit der nächsten Mission. Bis dann, tschüssikowski.